Guten Tag, meine Damen und Herren. Vergleiche anzustellen, sagt der französische Schriftsteller François Lelor, ist eine gute Möglichkeit, sich das Glück zu vermiesen. Schönes Büchlein, Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Da findet man einiges, was der Autor ganz offensichtlich, nachdem er sehr viel über die Psychologie und auch die Neurowissenschaft zum Glück gelesen hat, in Romanform verarbeitet hat. Natürlich geht's um Ihr Gehirn, worum denn sonst heute? Bei der Frage, ja, was haben wir denn im Kopf? Natürlich haben wir auch das Glück im Kopf. Wie haben wir das Glück im Kopf? Und was lernen wir daraus, um wieder einen Tick, einen kleinen Tick, glücklicher zu sein? Nun, wir haben ein System im Kopf, das uns letztlich Glückserlebnisse bereitet. Jetzt kann man sich fragen, wann macht's das? Nun, dieses System, das wurde vor 50 Jahren schon untersucht, gefunden wurde es zufällig. Man steckte kleine Drähte in die Gehirne von Tieren und fand dann, dass wenn die in einer bestimmten Stelle stecken, dass die Tiere dann es gern haben, wenn sie da elektrisch stimuliert werden. Das war ganz eigenartig. Man dachte zunächst, irgendwas würde an der experimentellen Prozedur nicht stimmen, denn man wollte eigentlich den Tieren Schocks verpassen und damit irgendwie die Erkenntnisse sammeln, was mit den Schocks passiert. Aber die Tiere, die mochten die elektrischen Schocks. Aber nur, wenn das Drähtchen in einem ganz bestimmten kleinen Stückchen des Gehirns steckte. Systematische Untersuchungen, die man dann natürlich durchgeführt hat, die zeigten, dass es in der Tat so ist, dass es offensichtlich ein Zentrum im Gehirn gibt, das ist für Glückserlebnisse zuständig. Da kann man eben den Ratten zum Beispiel da die Elektrode, das kleine Drähtchen einpflanzen und dann kann man dafür sorgen, dass sie selber durch einen Hebeldruck sich da stimulieren können. Und da zeigte sich, die Ratten, die drücken den Hebel mehrere tausend Mal in der Stunde. Man kann denen was zu trinken in den Käfig stellen, das beachten die gar nicht. Was zu essen, das beachten die nicht. Den Männchen kann man ein paarungsbereites Weibchen in den Käfig tun, das beachten die auch nicht. Die drücken immer diesen Knopf. Das geht so weit, dass die Ratten, nachdem sie stundenlang den Knopf gedrückt haben, tot umfallen, weil sie nichts getrunken, nichts gegessen haben. Aber sie offensichtlich haben sie das lieber gemacht als trinken und essen. Man sprach dann bald vom Lustzentrum. Und natürlich wollte man auch wissen, ja, wo ist das vielleicht eben bei Menschen? Gibt es auch sowas bei Menschen? Und welche Funktion hat das denn noch? Es kam sehr bald heraus, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass Suchtstoffe dieses Zentrum auch aktivieren. Und zwar, wie man heute weiß, alle Suchtstoffe aktivieren diesen Bereich, der eigentlich ja, für gute Gefühle zuständig ist. Aber die Frage ist, ist denn eigentlich das, was wir da an neuronaler Maschinerie haben. Ist das denn für ja, Lust oder ist es für Sucht zuständig? Nun, es ist unwahrscheinlich, dass wir bestimmte Nervenzellen im Kopf haben, nur damit wir süchtig werden können. Und es ist auch nicht so ganz wahrscheinlich, dass wir einfach nur Glückszentren im Kopf haben, die einfach nur so uns glücklich machen sollen. Die Frage ist ja, warum soll denn das sein? Nun, wir wissen es heute besser. Wir wissen heute, dass es letztlich diese Systeme gibt, weil unser Gehirn ein Problem hat. Es muss nämlich wissen, wenn es sich mit der Welt auseinandersetzt, und dafür haben wir Gehirne, dass wir nicht nur schöne Erlebnisse haben, nein, dass wir was tun und vor allem, dass wir das Richtige tun. Und das Richtige tun wir, wenn wir das tun, was ja, wir schon früher ganz gut konnten und was früher auch schon gut war, wenn wir also was gelernt haben und das Gelernte anwenden können, dann tun wir das Richtige. Wichtig ist also, dass unser Gehirn weiß, was da draußen Sache ist. Nun prasseln ganz viele Dinge jeden Tag, ja jede Sekunde auf unser Gehirn ein und es braucht einen Mechanismus, der ihm sagt, ja was von dem vielen Kleinkram da draußen soll ich denn überhaupt mir behalten? Und jetzt kommt das Glückssystem ins Spiel. Denn eigentlich ist es kein Glückssystem, sondern es ist eine Art Lernturbo und der funktioniert so. Jetzt können wir mal uns langsam hier dieser Grafik zuwenden, denn ich habe mal die wichtigsten Bestimmungsstücke und die wichtigsten Stoffe, um die es geht, hier aufgeschrieben. Wenn irgendwas passiert, was beim Vergleich positiv wegkommt, das ist jetzt ganz seltsam gesagt zunächst mal, aber ich meine damit Folgendes. Wenn einfach nur etwas Positives passiert, von dem Sie schon wussten, dass es positiv ist, ist das trotzdem ziemlich langweilig, denn dann wissen Sie es ja schon. Wenn Ihnen aber unerwarteterweise was Besseres widerfährt als das, was Sie erwartet haben. Also es geht tatsächlich um einen Vergleichsprozess. Und
das Ergebnis des Vergleichsprozesses ist positiv. Es ist unerwartet was Gutes passiert. Dann werden die Zellen, die hier sitzen, in einem kleinen Stückchen im Mittelhirn, dieser Bereich, der heißt A10, das ist völlig egal, wie man den nennt, wichtig ist, da sitzen die Zellen. Und die Zellen, die werden aktiv. Und diese Zellen, die schütten den Botenstoff Dopamin aus. Nun, zum Teil schütten sie den direkt hier vorne im Gehirn aus. Und wir wissen seit den Arbeiten der leider schon verstorbenen Wissenschaftlerin Patricia Goldman-Rakish aus der Yale University, dass wenn Dopamin hier im Frontalhirn freigesetzt wird, dass dann das Frontalhirn letztlich besser funktioniert. Besser funktioniert heißt, die Nervenzellen, die können besser das, worum es gerade geht. Dafür haben wir unser Frontalhirn. Das können die besser, wie man gern sagt, online halten. Und deswegen, ja, laufen mehr Impulse, werden ausgesendet, laufen über Synapsen. Und wenn Impulse über Synapsen laufen, was passiert? Die Synapsen ändern sich. Nettoeffekt, wir lernen was. Das macht das Dopamin, was von da direkt hier vorne hingeht. Es passiert aber noch was. Das Dopamin, das geht auch hierhin, in dieses hier orange gezeichnete Stückchen Gehirn. Das ist der Nucleus accumbens. Da sitzen wiederum Nervenzellen, die machen Eiweißkörper. Und wenn man guckt, welche sind das denn vor allem, dann stellt sich heraus, das sind vor allem endogene Stoffe, die so ähnlich wirken wie Opium. Denn wir können süchtig werden auf Opium, genau deswegen, weil unser Gehirn Rezeptoren für Opium hat. Jetzt kann man sich fragen, ja, warum denn das? Nun, weil unser Gehirn auch selber Opium macht. Man spricht da nicht von Opium, man spricht von endogen, also selbst hergestellten, opiumähnlichen Stoffen, die heißen auch Opioide deswegen, opiumähnlich. Man spricht auch in Zusammenziehung dieser Worte dann auch von den Endorphinen. Das sind also endogene Opioide, die sogenannten Endorphine. Die werden vom Nucleus accumbens, wenn der dopaminergen Input vom Mittelhirn, Area A10, bekommt, gemacht, ausgeschüttet, und zwar hier vorne. Nun, wenn Ihr Gehirn selbstgemachtes Opium hier vorne hintut, was macht das? Spaß macht es. Wenn also die Nervenzellen hier feuern, und nochmal, wann feuern die? Die feuern dann, wenn etwas passiert, was besser ist als erwartet. Wenn die das tun, was machen sie dann? Dann haben sie Spaß und sie lernen was. Jetzt kann man sich fragen, ja, was soll denn das Ganze? Nun stellen Sie sich vor, Sie laufen durch den Wald und essen dauernd irgendwelche grünen Beeren, die schmecken scheußlich. Aber Sie wissen ja auch nicht, weil Sie nicht keine Ahnung haben, was man eigentlich essen sollte. Nun, Sie erwischen mal zufällig eine rote. Boah, die schmeckt ja viel besser als gedacht. Und dann kriegen Sie diesen Mechanismus in Gang. Sie fühlen sich gut und zweitens, Sie lernen was. Was machen Sie in Zukunft? Sie essen rote Beeren. Und wenn Sie gerade keine sehen, dann suchen Sie welche. Und das ist gut für Sie. Die erhalten mehr Zucker, sie leben länger, verkorksen sich nicht den Magen und so weiter. Sie sehen, der Mechanismus ist unglaublich clever. Sie machen langfristig das, was gut für Sie ist, weil Sie dieses eingebaute Maschinchen im Kopf haben, das Ihnen immer sagt, was jetzt besser ist als das, was Sie vielleicht gedacht haben oder was vielleicht schon vorher war. Besser als erwartet, besser als gedacht. Das ist sozusagen, ja, Resultat immer eines Vergleichsprozesses. Es kann gar nicht anders sein. Und wenn dann das Resultat positiv ist, wenn sozusagen was Gutes passiert ist, dann geht diese Maschinerie an, dann geht unser Lernturbo an und wir fühlen uns wohl. Deswegen hat Glück tatsächlich mit Lernprozessen ganz unheimlich viel zu tun. Es ist nicht abgekoppelt mit Lernprozessen oder es ist nicht was völlig ganz anderes. Deswegen nebenbei kann man auch sagen, dass gelernt wird mit positiven Emotionen, weil die so unmittelbar verquickt sind, weil unser Lernsystem und unser Glückssystem das gleiche System sind. Das heißt nicht, dass ich hier der Spaßpädagogik das Wort reden will, denn der Spaß, der muss nicht nebenher noch kommen. Nein, der Spaß muss in den Sachen drinstecken, die zu lernen sind. Das ist der Witz. Einfach nur einen Witz reißen nützt überhaupt nichts, wenn Sie sozusagen wollen, dass da jemand was lernt. Wenn Sie aber dafür sorgen, dass die Dinge interessant sind, dass Ihre Neugierde sich darauf richtet, dass Sie sich Ihre Aufmerksamkeit voll da drauf tun und dann sich freuen, wenn Sie da irgendwas kapieren, dann wird mit Glück gelernt, das heißt, es wird überhaupt viel besser gelernt. Vergleich und Glück ist sozusagen ganz unmittelbar zusammenhängend. Und das ist gut, das ist aber auch schlecht. Wie sagte unser französischer Schriftsteller, Vergleiche anzustellen, sei ein Rezept fürs Unglücklichsein. Das stimmt natürlich auch, wenn man sozusagen beim Vergleich nicht so gut abschneidet.
Es zeigt sich überhaupt, dass Vergleichsprozesse für Glückserlebnisse unglaublich bestimmend sind und dass es langfristig tatsächlich die Vergleiche sind und gar nicht sozusagen das absolute Glückserleben oder das absolute, wie soll ich sagen, die absoluten Umstände, die es sind. Nein, es sind die kleinen Vergleiche. Ja. Ein Extrembeispiel. Man hat eine ganz interessante Untersuchung gemacht. Man muss fast lachen, wenn man die hört, aber sie ist trotzdem sehr bezeichnend. Man bat Psychologiestudenten ins Labor und hat ihnen dann im Labor einen Fragebogen vorgelegt. Alle anderen Fragen waren eigentlich ganz unwichtig, aber eine Frage, um die ging es, nämlich, das war unsere übliche Standardfrage nach dem Glück. Sagen Sie mal so im Großen und Ganzen, wenn Sie Ihr ganzes Leben Revue passieren lassen, wie glücklich sind Sie so? Und dann eben Skala 1 bis 5, wie üblich, und dann mussten die Leute ankreuzen. Jetzt hat man experimentell was ganz Cleveres gemacht. Die Hälfte der Studenten, die kamen an einer Telefonzelle vorbei, bevor sie in das Labor gegangen sind. Die hat man hingebaut. Und ich muss so sagen, es kamen alle Studenten vorbei. Aber die Hälfte der Studenten, die fanden in der Telefonzelle ein 10-Cent-Stück. Das war alles. Die andere Hälfte kam auch an die Telefonzelle und da war eben kein 10-Cent-Stück. So, es waren viele Studenten, die wurden nach dem Glück befragt, unter anderem, es ging also um alles Mögliche, aber es ging auch um eine Frage, sagt mal, wie glücklich seid ihr so in eurem Leben gewesen? Und das Einzige, was man bei den beiden Gruppen gemacht hat, die einen fanden vorher ein 10-Cent-Stück und die anderen fanden vorher kein 10-Cent-Stück. Nun, wenn man nun die Daten der aus den Fragebögen hinterher ausgewertet hat, dann kann man natürlich gucken nach der Selbsteinschätzung des Glücks. Und was die Forscher schier vom Stuhl gehauen hat, war folgendes Ergebnis. Die Studenten, die vornweg 10 Cent in der Telefonzelle gefunden hatten, schätzen ihr gesamtes frühere Leben signifikant glücklicher ein, als die, die vornweg keine 10 Cent gefunden haben. 10 Cent und ihr ganzes Leben war besser. Man glaubt es gar nicht. Wenn Sie aber jetzt bedenken, wie unser Gehirn funktioniert, was es sozusagen hervorbringt, unter anderem auch die Peak-End-Rule, erinnern Sie sich? Das, was gerade eben war, ja, das Letzte, das spielt eine große Rolle. Und deswegen können ja 10 Cent tatsächlich, zumindest in der retrospektiven Beurteilung Ihres Glücks, in der Tat eine ganz, ganz große Rolle spielen. Vergleichsprozesse können uns aber auch beim Glück ganz schön sozusagen ja, Streiche spielen, denn sie bewirken unter anderem auch, dass das, was wir heute toll finden, wir morgen für selbstverständlich halten. Und das wiederum bedeutet, dass wir uns an den Aufwand, den wir für unser Leben treiben, natürlich nicht gewöhnen, denn wir müssen ihn immer treiben. Aber an das, was er uns an Glück bringt, an das gewöhnen wir uns. Stellen Sie sich mal vor 100 Jahren hätten Sie sich super gefreut, wenn Sie einen Wasserhahn aufgedreht haben und da kam Wasser aus der Wand raus. Und Sie hätten sich noch viel mehr gefreut, wenn Sie ihn aufgedreht haben und da kam dann warmes Wasser raus. Warmes Wasser aus der Wand? Wann haben Sie sich das letzte Mal darüber richtig jauchzend gefreut? Ich wette, überhaupt nicht. Es ist wirklich der Vergleich, der uns glücklich oder unglücklich macht. Und das ist in allen Bereichen sozusagen ja zum Teil richtig blöd. Noch zwei Beispiele. Den Leuten aus den neuen Bundesländern, denen ging es nach der Wende schlecht. Warum? Sie haben sich plötzlich nicht mehr mit dem ganzen Ostblock verglichen. Da waren sie eigentlich am besten dran. Deswegen ging es ihnen ziemlich gut. Sie haben sich plötzlich mit denen verglichen, mit denen sie jetzt zusammengewürfelt waren. Und das waren die Westler. Und verglichen mit denen ging es ihnen schlechter. Man hat ihnen sozusagen einen neuen Vergleichsprozess verordnet. Und genau deswegen ging es ihnen wirklich schlechter. Der Vergleich macht das Glück und man spricht von einer hedonischen Tretmühle, die darin besteht, dass wir uns an das, was wir jetzt gerade haben, gewöhnen, immer noch mehr wollen, immer noch mehr brauchen und deswegen in der Tretmühle sind. Denn sobald wir es haben, haben wir uns daran gewöhnt und finden es gar nicht mehr so gut. Wenn man das aber weiß, kann man vielleicht einfach aus der Tretmühle raushopsen und nicht immer dem nächsten kleinen Verbesserung oder verbesseren Aspekt unseres Lebens nachjagen, denn das ist eben die Tretmühle und es ist nicht unser Glück.